Willkommen zurück. So, genau, wir wollen mal wieder ein bisschen kämpfen. Deswegen werden wir jetzt weiter dem Goblin-Lager widmen. Da haben wir noch eine Rechnung zu begleichen. Ja, wir haben einen Mietling, die Eldra Luthryn. Denn uns gehen die Gefährten aus. Ja, so langsam aber sicher wird's eng. So, scheinbar sind keine Goblins mehr da. Interessant. Oh, hat sie die mitgenommen? So, hier sind welche. Die sind, wie ich das sehen kann, nicht feindlich. Ich speichere mal. Und dann gehen wir da einfach mal rein. Gucken wir mal, was passiert. You're that true soul that's been chumming around with Minthara, aren't ya? Didn't expect to see you grubbing around here in the muck and the leftovers. Ah, ich habe hier einen Dialog. Genau. Also du bist schon da. Wo sind die anderen Goblins hin? On their way to Moonrise with her ladyship. They left me here to make sure we ain't left nothing valuable behind. Dachte, hier gibt's vielleicht noch irgendwas Nützliches. There is lots, but I've got scavenger's rights. So it's all mine. Unless you're willing to trade for it. Ja, zeigt mal, was ihr gefunden habt. Ein Großschwert plus 1, ein Langbogen plus 1 und ein großer Knüppel plus 1. Ein paar Schriftrollen. Und Heiltränke. Ein bisschen Stuff. Bögen, Speere, Humpen, sowas. Nichts Besonderes, würde ich jetzt mal so raushauen. Tja, gucken wir mal, wer noch da ist, oder? Gucken wir mal rein. Ich denke mal, dass unser Hobgoblin auch weg ist. Das geil, wenn der noch da ist. Sehe auch keine roten Felder. Ich klicke mich hier schon dumm und dusselig. Nee, hier ist nichts mehr. Oh, Schwierigkeitsgrad 20. Ja, das war klar. Was müsstest du würfeln mit Skills etc.? 14. Huh. Na, 8. Komm schon.
19, ey, es ist doch nicht wahr. Einmal probier's noch. 14 brauche ich, 13 habe ich gewürfelt. Los jetzt! 18. Sehr gut. Ja, sehr gut. Oh, dann mal rein in den Lachs. Theoretisch müssten die Handschuhe hier sein. Oh, ist noch alles da. Geil. Stiefel, Handschuhe und das Amulett. Der Träger ist bei Nahkampfangriffswaffen im Vorteil, wenn er umzingelt ist. Rettungswürfe stärker, also gegen Schubsen. Drei Züge lang Wucht brauche ich persönlich nicht. Wer braucht vielleicht Wucht? Wucht des Bewegungsrates erhöht, ne? Vielleicht die Zwergen. Ja, die Schuhe wären jetzt natürlich gut gewesen, wenn ich den Adler genommen hätte. Dann könnte sie laufen, würde Wucht kriegen. Könnte sie weiterlaufen. Ja gut, das Herz kann man ja noch ändern. Infernalisches Eisen, was macht man jetzt überhaupt damit? So, der Träger ist bei Nahkampfangriffswürfen im Vorteil, wenn er von zwei oder mehr Gegnern umzingelt ist. Theoretisch könnte das die Barbaren nehmen. Ich guck mal, ob noch irgendwas dagelassen wurde. Ich weiß nicht, ob das dem Gobo angeblich gehört. Essen und Trinken für die Rast, das ist gut. Sammle ich mal alles ein. Oh, ganz viel Essen. Let's get going. So. I've got a long road ahead. Okay, sie kann auch gut was tragen. Gut. Puh. Ich habe ja einmal Diebeswerkzeug gefunden. Oh, das ist gut. Oh, da sind nochmal Stiefel drin und 50 Goldstücke. Die Stiefel, was können die? Wasser elektrifizieren. Wenn der Träger beim Kampf in Wasser steht, wird er elektrifiziert. Wenn der Träger einen Zug auf einer elektrifizierten Oberfläche beginnt, erhält er 3 Blitzladungen. Blitzladungen verstärken den Angriff? Ja, das ist. Ich überlege gerade bei meinem Charakter, wenn der in der Pfütze steht und dann halt mit der Armbrust schießt, dann habe ich Blitzladung. Ja. Ich wäre auch dafür, dass du die anziehst. Das ist ein interessanter Ablauf, ey. Der ist so völlig anders als die Abläufe, die ich bisher gesehen ja, habe. Ja, ich muss auch sagen, also kann mich da nur wiederholen. Ich fand den, also die Dialogoption jetzt und diese, wie sich das,
von Sex zu diesem Gespräch zu Mordversuch mit Minthara entwickelt hat, für höchst interessant. Ja, aber es ist genau ihr Charakter, ne? Ich habe die ganze Zeit gedacht, so wirklich trauen kann man ihr nicht. Dass sie einfach durchgeknallt ist. Sie ist völlig fanatischer Zealot, würde man im Warhammer-Universum sagen. Ja, völlig. Bist du noch bei ihr da oben? Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Gefängnis, weil ich weiß, da war eine Truhe, die wir nicht anpacken durften. Da gucke ich mal rein. Schrift der Willigen. Lass ich kurz offen, damit man es lesen kann. Ich habe es kurz überflogen. Ritual Dolch, Ritual Axt. Nee, sowas lasse ich liegen. Das ist alles nur. Das ist doch alles eh wieder nur Gewicht. Ja, ich weiß, man braucht Geld, man muss verkaufen, man muss dies, man muss das. Verehrter Elminster. So, Pfeil der Säure und nochmal 23 Goldstücke, alles klar. Haben wir hier. So, Brief von Volo. Perfekt, Kette des Bestienmeisters. Tierfreundschaft. Oh, bist du beim Gefängnis? Ich habe jetzt hier oben noch ein bisschen. Ach, da oben haben wir noch Kisten. Guck ich auch noch mal eben rein. Nicht, dass wir irgendwas Schönes noch übersehen. 3 Heiltränke, die gebe ich mal der Barbarin. Und 2 Heiltränke, die gebe ich mal. Schattenherz, die dürfte nämlich auch keine mehr haben. Nach diesen ganzen Geschichten, die wir da hatten. Ja, ist einfach großartig, dass das alles anders ist. Und um den, um es komplett zu machen, hören wir einfach auf Minthara und machen diese Gebirgspass-Geschichte. Das hatten wir beide ja eh schon uns zum Ziel gemacht. Aber witzig, dass sie das sowieso gesagt hat. Wollen wir vorher noch das Teehaus besuchen? Ja, das habe ich mir auch gerade schon überlegt. Gerade mit der Spielweise, die wir haben, ist es vielleicht mit ihr sehr, sehr interessant. Wir hatten Hesse nicht geplündert, sehe ich gerade. Aber ich habe doch seine Rüstung gehabt. Ja, weil er hat hier noch Beeren, Trank, einen Reisesack. Ach so, wir haben ihn nicht geplündert, weil das als Stehlen gekennzeichnet war und wir von Goblins. Siehst du, genau. Ja, dann räume ich ihn gerade mal aus, ne? Ja. Er kommt eh nicht wieder. Der ist weg. Was heißt der ist weg? Der ist weg. Sogar die Spinnen sind weg. Ja? Die Spinnen mitgenommen. Ich gehe da mal eben runter, weil hier sind noch Leichen drin. Haben wir einmal Smithen, der ist aber leer. Ein Skelett, was man kaum sehen konnte. Hier ist überhaupt nichts. Höhleneingang, da werde ich mal eben reingehen, Arne, unten, ne? Ja. Meiner Meinung nach war da nichts, aber ich will trotzdem. Doch! Spinneneier.
Waren hier schon immer so viele Spinneneier? Oh, hier ist noch eine große Kiste. Und eine Tür. Boah, es ist gerade ein Schlaraffenland hier, finde ich, ey. Bei mir wurde gerade gespeichert. Was soll das denn? Schwein haben wir es mitgenommen. My faith will guide you. Sol Invictus. Das ist einfach nur ein Spinnennest. Gucken wir mal. Ich bin bei sowas auch völlig entspannt, wenn ich, auch wenn ich das hier schon mal gelootet habe, diesen Bereich. Ich denke nicht, dass man sich bei zwei Spieldurchgängen alles merken kann. Wo ist das Item? Wo ist das? Einzig die Handschuhe wusste ich bei... Schriftrolle wiederbeleben, die nehme ich mit. Und da hinten waren noch explosive Fässer ohne Ende. Du hast ein Gespräch begonnen. Ich weiß allerdings gar nicht, wo du bist. Ich ziehe gerade die Leiche hier aus diesem Durchgang raus. Gefängnis? Gefängnis war bei Minthara hinten durch, ne? Ja. Ach, da hinten durch. Ja, alles klar. Da kann ich auch rüberklettern. Ah, jetzt bin ich auch da. Jetzt laufe ich dir gerade hinterher. Ach, da die Leiter. Okay. Genau, ja, ich bin durch das Loch da rausgekommen. Ich habe ein Skelett gefunden mit einem Rapier, einem Ringpanzer und einem Schädel. Mhm. Diese gut versteckten Skelette immer. Ein mysteriöses Loch. Hier bist du rausgekommen, ne? Ja. Okay. Ja, also ich denke, wir können uns hier verziehen tatsächlich. Hier war Volo, da liegt noch Essen, aber... Still breathing, despite everything. Nein, nicht die Schale. Gut, wohin? Jo, ein Teehaus würde ich sagen, ne? Also zum Dorf wieder, ne? Zum Dorf und dann in den Sumpf. Ja, ich denke, das Teehaus kann man machen. Baukins Ruhe waren wir auch noch nicht, wenn ich mich nicht täusche. Stimmt, Baukins Ruhe waren wir auch noch nicht. Da habe ich auch noch Ideen für einen anderen Spieldurchgang. Und in einem bestimmten Gasthaus in der Nähe von Baukins Ruhe waren wir auch noch nicht. Mhm. So, nach Süden wohl. Okay, ich dachte, wir wären näher dran am Stufenaufstieg, aber gar nicht. Ah, hier, ne? Genau. Speicher kurz. Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see Mayrina.
Just let her go. Please. You there! Please, I don't know what's come over these boys. I just want to go home. The old woman's face creases with false concern. You realize she's lying about seeing this girl, Mayrina. Stop this! We won't ask again! Ich weiß ja, dass sie nicht nur eine alte Frau ist, aber mein Charakter weiß das ja nicht. Er weiß gerade jetzt in dem Moment nur, dass sie lügt. Ich bin aber auch für eins, um erstmal herauszufinden, was da los ist. Nur mal ganz mit der Ruhe, was ist hier los? Careful! Don't trust a word out of her mouth. Our sister went to the Hag, and we ain't seen her since. Hand over heart, I don't know their sister. I will gladly help you all look for her, though. Enough! Where is she? Ist es unser Ansinnen, eine alte Frau zu beschützen? Eigentlich nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Raus mit der Sprache. Was habt ihr ihrer Schwester angetan? Bollocks! We're supposed to rush to my defense, love. Fat lot of good you are. Some advice? You ever darken my door, you'd best have that head bowed and an apology at the ready. Bye-bye now. Bloody hells. She just disappeared. Ain't seen nothing like that before. She could shoot fireworks out of her backside for all I care. The Hag has Rina. Ich wäre schon neugierig genug für eins, muss ich sagen. Sagt mir mal bitte jemand, was hier vor sich geht. Weil die andauernd hier immer nur... It's our sister, Mayrina. She's... Well... She was in a bad way after her husband died. Started saying weird things. Like how she was gonna bring him back. Next thing, she's gone looking for the Hag. Of all the stupid things to do. And we haven't seen her since. And no good ever came from dealing with a Hag. None of this matters, all right? We need to get her back, and fast! Ja, eins oder drei, ne? Gut. Lass mich. Ich bringe Mayrina nach Hause. Are you joking? I ain't got a clue who you are. Ich sehe immer den Vorteil an Erfahrungspunkten und an Loot, den Joel, man bekommt. Not a chance. We're getting her back on our own. Now come on. Ich will mal hier lang gehen. Chill runs up your spine. You feel like you're being watched. Deinen Pakt nutzen, um deine Sicht zu verbessern. Eine 7. Ich könnte Inspiration nehmen, ich brauche eh eine 15. Ich versuch's einmal. Eine 17. You blink and the wilderness changes.
A swamp, stinking and insidious, assaults your senses. Oh, vorher hat es mir besser gefallen. Oh nice, Eldra Lothrin ist ein Sonderling, die kriegt in der Natur Punkte. Müssen wir hier lang? Ach, die Kappen. Greifen die uns an? Nee. Ich spreche aber auch nicht mit denen, die labern eh nur Scheiße. Ja, die greifen uns erst an, wenn wir uns das mit der Tantchen versauen. Verstärkter Helm, verstärktes Großschwert liegt hier. Was man so findet. Ist das gut? Ist das besser? Gucken. Das Schwert ist genauso. Ja, sieht das jetzt besser aus? Style ist alles. So, ich speichere, bevor wir da reingehen. Eben noch warten, bis es auch durch ist. Wollen wir mal, wa? I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite, and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get the wooden spoon. You're eating for two, so get to it. If it isn't the cheekiest pup of them all, you'd best have one hells of an apology for me, young man. Ich wollte eben schon eins nehmen, Arne. Oder drei. Weil die mir auf den Sack geht. Dann hätten wir direkt die Initiative, sonst würde sie, glaube ich, direkt angreifen. Ja, dann bin ich jetzt bei dir mit der 3. Sie angreifen. You absolute idiot. So viel zur Initiative wahrscheinlich. Oh, man kämpft hier. Das kenne ich auch noch nicht. Nicht lange. Nicht lange? Okay. Nee. Warte, ich will Verwünschen raufmachen. Mhm. Warte, ich will erstmal gucken, was sie kann. Sie ist sehr charismatisch. Und sehr stark. Also die hat krasse Werte. 18, 14, 16, 13, 14, 18. Was machen wir? Was haben wir denn für Zaubersprüche? Gotta keep fighting. Sie hat auf jeden Fall sehr hohe, sehr viele Resistenzen, das heißt Schaden raushauen. Wir werden nicht großartig irgendwas machen können. Dann werde ich ihre Stärke runtermachen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht sich umschubsen lässt oder sowas. Hm.
treffe die auch kaum, ey. Wie verzauber ich denn meine Waffe? Ah, danke dafür. Scheiße. Ja, zaubern brauche ich da nicht, das ist ja der Hammer. Könnte in Krit landen, mit Glück der fernen Reiche. Ich hab das mal gemacht. So, du kommst natürlich nicht hin, das war ja wieder klar. Na gut, dann gehst du so weit du kannst, Barbaren. Und das geht auch auf uns. Das reicht nicht mal. Okay, gut zu wissen. What should I do? Heading there. Ist das gut, uns jetzt schon zu buffen, oder soll ich oder erstmal nur rauf auf sie? Erstmal nur rauf auf sie. Falls sie jetzt gleich abhauen sollten, ist der Buff ins Leere. Gut. Boah, 30%, ey. Na, 55. Naja. Again. So schlecht, ich weiß nicht, was da los ist. Oh, warte, ich muss bei der Barbare noch Reaktion einstellen. So. Dann kannst du jetzt in den Nahkampf gehen, nicht aus Versehen Fernkampfangriff. Oh, wir sind aber noch im Kampf, also wir müssen so hinterher, oder wie? Anscheinend kenne ich eigentlich nicht, aber...
So much for peace. Dann laufen wir doch erstmal da in diese Richtung. Mit allem Mann. Gut, dass ich mit Shadow halt gerade darauf gesprungen bin. Ah, da ist sie noch. Pack can't have gone far. Das war ja nur eine Illusion, da kann man ja so durchgehen, ne? Genau. Ich speichere mal eben. Arbeit schon automatisch, gut. Ist sie das nicht? Ach, du bist im Dialog. This is my personal playhouse and you don't have an invite. Get out! Sonst was. Oh, the cocky ones are my favorite to chew on. Keep going, Petal, and you'll find out. What is this place? Scheiße, ich weiß es gar nicht mehr. Please. Ach hier, genau, hier war ja die Tür, ne? Kommst wieder nicht hin, ne? Weil du ein Zwerg bist, ne? Oh, doch! Death won't take me yet. Yes, Auntie. Ich sehe von hier keinen Gegner. Na! Ah! What's the plan? Nicht Zug beenden. So. Also man hat ja die Möglichkeit, sie nicht tödlich zu besiegen, aber das, nee. Still on my feet. So, ich bin lahmgelegt, das heißt, ich schieß einfach. Zu hoch, schade. Sporten, okay, machst nichts anderes. Auch würde ich sagen, scheiße. Das ist mal ein weniger. Schade. Gut.
Nice. Nice. Ich versuche mal, den mit 6 Lebenspunkte zu töten. Na, das schaffe ich nicht. Aber ich versuch's. Natürlich 5. Aber mal gucken, ob gleich mein Dingens funktioniert. Mein Feed. Ich bin ja noch dran. Wenn du die Trefferpunkte einer Kreatur... Achso, wenn ich die Trefferpunkte verringere. Okay, gut. Ja, jetzt kannst du auch springen, wenn du eh getroffen wurdest. Meine Güte. Natürlich komme ich da nicht hin. Ach, da hinten. Fast. Sehr gut. Shouldn't have wished to live in more. Loot. Flüstermaske. Teil der Herde. Tante Edel sagt, trag die Maske nicht. Steht in dem Brief hier. All's well that ends. Not as bad as it could have. Loot, loot, loot. So. Heiltränke. Trank des Federfalls, immer gut. So, hier können wir erstmal eine Pause machen. Adieu.